Hurra, der Herbst ist da. Ich bin von den blühenden Sonnenblumen total begeistert. Für die Dekoration habe ich allerdings Kunstblüten benutzt, da sie als Zweiganhänger verwendet werden. Aus Spitzen von Eierkarton habe ich hier Körbchen gestaltet und mit der Blüte geschmückt. Die Dekoration ist sehr einfach und schnell herzustellen. Viel Spaß dabei! Für ein Bastelobjekt benötigt ihr folgende Materialien. Und zwar brauche ich eine Spitze aus einer Eierschachtel. Die Farbe ist egal. Dann eine Kunstblume, und zwar eine Sonnenblume. Diese hat einen Durchmesser von so ungefähr 8 cm. Weiterhin brauche ich Nähgarn, eine Nähnadel, einen Knopf. Die Farbe könnt ihr wählen. Dann habe ich hier eine Zackenlitze in Schwarz. Weiterhin ein Paketband, schwarze dicke Wolle, eine Schere und einen Heißkleber. Hier habe ich nun eine Spitze von dem Eierkarton und die Litze. Diese ist jetzt ungefähr 19 cm lang. Die befestige ich von außen zunächst an diese Spitze. So, mach das hier gegenüber auch. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr die Spitze nicht verdreht, sondern dass die passend aufgesetzt wird. So, das ist nachher der Henkel von diesem Körbchen. Dann beginne ich die schwarze Wolle aufzukleben, und zwar hier so am Rand. Dafür trage ich nach und nach immer den Klebstoff auf und drücke die Wolle an das Körbchen. Und dann wickele ich die Wolle, indem ich immer ein wenig Klebstoff auftrage, das braucht jetzt nur noch so punktuell sein, wickele ich die Wolle rundherum. Kontrolliere, dass das schön sich so zusammenschiebt, dass keine Lücke entsteht. Und das mache ich jetzt mit dem ganzen Körbchenteil. So, ich habe das Körbchen jetzt hier vollständig umwickelt und den Faden abgeschnitten und das Ende hier unten an die Spitze geklebt. So, nun folgt hier das Paketband. Ich habe das hier schon mal am Anfang ein wenig festgeklebt. Jetzt umwickele ich das, so oft ihr möchtet. Ich glaube, so viermal ist okay. So, dann schneide ich das Ende ab. Bestreiche das Ende ein wenig, ja, wirklich nur ein wenig mit Klebstoff und drücke es hier an. Ich kann die Fäden noch so ein bisschen zusammenschieben. So, jetzt fehlt mir noch der Knopf da drauf. Und zwar den Knopf setze ich nicht einfach so da drauf, sondern da steche ich ein paar Mal durch die Öffnung, dass das so aussieht, als wenn der Knopf angenäht ist. Zuerst verknote ich, also schneide das erstmal so gleich lang, dann verknote ich das hier am Ende. Hier steht noch so ein bisschen über, das kann ich abtrennen. Dann führe ich als erstes die Nadel von hinten hier durch diese Öffnung. Und führe den Faden durch das untere Teil wieder zurück. So. Dann gehe ich hier durch diese Schlaufe.
ziehe den Faden stramm und schon sitzt er fest. So, jetzt gehe ich nochmal, also von hinten hier in diese Öffnung rein. Gehe wieder zurück. Und das gleiche mache ich dann auf der anderen Seite auch so, dass hier so dieses Muster entsteht. Das mache ich zweimal, dann sieht man den Faden etwas deutlicher. Oh, da habe ich anders durchgestochen. Nochmal. So, und dann nähe ich das von hinten fest, indem ich da durchsteche. So, jetzt kann ich den Faden abtrennen. Von hinten Klebstoff auftragen, so ein bisschen. Und dann sollte der Knopf, wenn ich jetzt diesen Henkel anfasse, mittig dazwischen positioniert werden. So. Dann komme ich zur Sonnenblume. Ich trage hier um den Rand Klebstoff auf. Und positioniere die Blüte genau mittig. So. Wenn das getrocknet, wenn der Kleber getrocknet ist, ziehe ich die Bänder so passend an der Seite hoch. Falls einige Blütenblätter dabei vielleicht zu hoch stehen, klebe ich sie fest. Ansonsten ist mein Körbchen fertig. Ich habe noch viele Ideen zum Basteln. Wenn ihr neugierig auf diese Dinge seid, abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.